Sehr gerne, Mann. Herzlich willkommen zurück am Stück bei Cyberpunk 2077 und diesmal ohne Lex in der Aufnahme. Ich weiß, woran es lag. Umgebungsverdeckung. Keine Ahnung warum. Wieso? Weshalb? Hat die Grafikkarte uns jenseits geböllert? Hat er keinen Bock mehr? Ich hab's ausprobiert. Mit den Settings jetzt über längere Zeit. Funktioniert alles. Also, jetzt, wenn ich mal minimaler FPS-Drop kommt, den habe ich dann aber auch. Den seht ihr aber dann im Video im Grunde eigentlich nicht so wirklich heftig. Brutal. Das war's. Das war alles. Grafikkarte brennt zwar, wie gesagt, aber funktioniert alles. Voll geil. Ja, wir setzen uns. Wir spielen jetzt noch ein bisschen Story an sich erstmal, Hauptstory, und dann beschäftigen wir uns mit den Sidequests. Neuer Splitter. Z. Ja? Viel Text? Ne, es geht. Kazuo Kano, der Ronin aus Osaka. Kazuo Kanos Name ist in der Boxwelt in aller Munde. Der aufsteigende Halbschwergewichtsstar ist nach 20 Profikämpfen noch unbesiegt und hat 17 seiner Siege durch technische KO errungen. Gegen Kano wurde bereits Dopingvorwürfe laut, wieder andere sagen ihm Verbindungen zu Yakuza nach. Während seines Trainings in Night City empfing das Halbschwergewicht angeblich Gäste aus Japan in seiner Trainingshalle. Gäste, die später bewusstlos hinausgetragen wurden. In den letzten drei Kämpfen hat man große Narben unter Kanos Rippen gesehen. Ripper Dogs zufolge sehen diese Narben definitiv nicht nach einer Blinddarmentfernung aus. Ob Kano zum Weltmeister im Halbschwergewicht wird? Das werden wir erfahren, nachdem Malone sich an Hernandez gerecht hat. Okay. Das ist schön, wenn alles flüssig läuft. Mal bei euch, ey. Da, boah, so geil. Vor allem, ich habe ja jetzt auch grafisch alles hochgedreht. Also schade, dass ihr jetzt nicht so porno ist, aber, ne? Yo, dude, was geht? Okay, ich hock mich hier schon hin. Guck mal, ob ich einen Bug hab, bitte. Brauche ich ein Software-Update? Komisches Software-Update. Hiroshi-Optik. Das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Verlink dich. Hiroshi? Weg, das ist das Beste, was man finden kann. Mhm. Klingt für mich, als wär's genau das Richtige. Ich habe versprochen, dich zu bezahlen, aber das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst, mit den Eddies. Okay. Du schaust dich um und wählst aus, ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Kybernetische Implantate sind mechanische Ersatzteile für organische Körperteile. Sie verleihen dir mitunter übermenschliche Fähigkeiten, die deine Kampffertigkeiten verbessern und dir dabei helfen können, Gefahrensituationen im Leben zu übersehen. Obwohl die Installation von Cyberware im Jahr 2077 weit verbreitet ist, handelt es sich dabei immer noch einen gefährlichen invasiven Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten zuverlässig durchgeführt werden kann. Ripper Dogs. Ach, und ich habe die Musik aktiviert, ne? Die Content Gamer Strike Musik. Ah. Okay, wir haben Slots und so. Okay. Betriebssystem. Installiert. Du kannst Cyberware nicht wie findest in jedem Ripper Dog installieren lassen oder verkaufen. Titaniumknochen, metallverstärkte Knochen, die höheren Belastungen standhalten. Ja, Tragekapazität, natürlich. Erhöht die Chancen auf Querschläger mit Powerwaffen. Verbindet optische Implantate des Besitzers direkt mit Waffensystemen, wodurch Daten in Echtzeit verfolgt werden können. Haben wir sonst noch was? So benötigst du Intelligenz 8. Achso, ich bin noch zu dumm, okay. Schild neutralisieren des Games vor deinen Cyberdeck-Speicherpunkt wieder her. Cool. Okay, ist auch noch nix. Gut, ist aber angezeigt, was wir schon alles haben. Alles nicht benutzen können. Panzerung um 20. Ich habe nicht genügend Geld, brauche 2000 dafür. Ah, was? Das wird mir abgezogen?
Scheiße. Alle Items. Ach, ich habe keine. Ach so. Jetzt habe ich es gerade gekauft, oder wie? Scheiße. Haben wir irgendwas? Ne, ich glaube es nämlich nicht. Okay. Handeln. Kann man eigentlich was verkaufen? So. Entfernt, wunderbar. Haben wir hier noch was? Katana, Klamotten, diverse Pillen, Granaten. Das muss man auch irgendwie einsortieren. Alles okay. Junk. Eine Antiquität eines längst vergessenen Ära und trotzdem kann nichts den Klang von authentischen Vinyl das Wasser reichen. Ja, das stimmt. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Also Kleidung wechseln. Das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tag. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Also, was gibt's Neues im Leben des Victor Vector? Ganz ehrlich, nicht viel. Und genauso gefällt's mir auch. Früher drehte sich bei mir alles nur darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Night Fucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlaf ich ruhig. Genau so. Danke. Jetzt noch ein Anästhetikum, dann wird geschnitten. Spürst du was? So wie immer. Ich spüre kein bisschen. Weißt du, du fragst mich das jedes Mal. Warum sollten die Dinge plötzlich anders sein? Sicher, Kleiner. Ist ja nicht so, als gäbe es ein Risiko auf einen Hirnschlag oder Lähmungen. Aber was weiß ich schon? Bin ja nur Arzt. Das dachte ich mir. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Okay, testen wir's. Jetzt wird's magisch. Ich verlinke dich. Lol. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast. Glitches. Alter, das ist geil. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Wow, das ist fantastisch, Vic. Sehr schön. Zeit. Wenn du Menschen mit deinen optischen Cyberware scannst, erhältst du viele Informationen, zum Beispiel darüber, wie stark ein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste an Quick Hacks, die du gegen deine Gegner einsetzen kannst. Für den Scanner. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. NCPD-Datenbank. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut.
Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Du hast nun Zugriff auf Datenbank mit Personen, auf die ein Kopfgeld gesetzt ist. Du kannst die Gefahndeten mit dem Scan identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welchen Methoden du das Kopfgeld sichern willst. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Was ist mit dem Neurovirus? Vom letzten Job. Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. Zwei Züge jetzt und weitere zwei in einer Stunde. Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Okay. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Denk an deine Deckung, du Volltrottel! So, Charakter. Intelligenz. Fuck, was? Scheiße! Die Breach-Dauer des Breach-Protokolls kann das sehr schalten, den Demon-großer Schlaf frei, mit dem du alle Kameras im Netzwerk 3 Minuten lang deaktivieren kannst. Meine ich so, dass du einen Zugang zu 50% mehr Euro-Dollar erhältst. Hört sich doch gut an. Scheiße. Attributpunkte. Charakter, werde. Ah, der Penis ist weg. Sehr schön, war ein Bug nämlich. Ja, wo gebe ich Attributpunkte, ist die Frage. Ach du Kacke, da gibt's noch Unterdinger. Ach du Scheiße! Alte Märchen, Inventar, Cyberware, haben wir ja nichts, Rucksack, bla, Karte. Naja, kommt vielleicht noch, sehen wir dann. Na los, schlag zu! Ja! Los, mit der linken! Links, verdammt! Urkunde für Victor, 2. Platz, Schwergewicht für das Obenfahren, okay. Denk an deine Deckung, du Volltrottel! Na los, schlag zu! Wer gewinnt? Hernandez! Weißt du, früher hätte Malone dieser Krüppel längst auf dem Boden gelegen. Aber jetzt hat jeder Schädelpolster drin! Schluckt 75% jedes Hiebs! Hast du auf diesen Kampf gewettet? Nein, ich guck's nur gern. Alte Gewohnheit, schätze ich. Es fehlt dir, oder? Ah. Wie läuft der Laden? Kann mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder Söldner an, die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Schon besser, dass Misty dir hilft. Die kann dein Gejammer gut ab. Nee. Ja, mich in ihrem Laden einzumieten war eine super Entscheidung. Weißt du was? Ich glaube, du bist der Einzige in Night City, der zufrieden ist. Ab einem bestimmten Alter hast du keine Illusionen mehr. Dann wird das Leben viel einfacher. So nennt man das, okay. Geil. Wartet mal kurz, ich muss meine Rentnerregeln machen.
Weil ich habe ja Probleme mit Richards in der Firma noch. Und ja. Der fuckt gerade immer noch ab und aber wenn ich so, ich habe so eine Wärmedecke jetzt und ey, Alter, die wärmt und alles gut. Es ist geil, wenn nichts mehr droppt. Das Kind mit der Knarre. Ist mir erstmal noch zu weg? Dein Herzchakra scheint mir etwas daneben, Babe. Ich kann's wieder richten. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Dog warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Doch ihr seid nicht die Meister. Kann mir noch irgendwas mitnehmen? Ja? Was gibt's? Willst du? Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor Maxtech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Okay. Ich schiebe mich gerne gegen auszuschalten und sie dabei umzubringen. Nicht tödliche Takedown, nicht tödliche Quick Hacks, nicht tödliche Waffen, EMP-Granaten, so wie manche Kampfgadgets. Waffenmods, die Schaden nicht tödlich machen. Wenn eine Waffe einen Kampfgadget oder einen Quick Hack nicht tödlichen Schaden verursacht, wird das in der Beschreibung aufgeführt. Okay. Habe ich es gespeichert? Ja, hat er. Ich will schon was gucken. Wartet. Sound. Musik Lautstärke. 40. Oh, so. Oh. Da muss man dann. Denn eure Augen gehören euch nicht, oder? Gary! Was geht? Glaubt ihr wahrlich? Okay, der hat einen Totenkopf. Netrunner. 1CPD. Okay, den sollten wir, glaube ich, nicht näher. Huku! Da steht unser Auto noch. Okay. Gut, ich hab was, wenn es nämlich schwebt. Hey, warte! Was? Hä? Was? 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 Hä? Nein! Ich darf sie jetzt aber schlagen! Buggy, beherrsch dich! Okay. Ich rede, du hörst zu. Gibt's da sonst noch was, Jungs? Kann ich das Auto einfach mitnehmen? Fahrzeug, du kannst schon so gepackt Autos umgehen, wenn sie eine technische Fähigkeit oder so gut haben, schon mal okay. Was machen die da? Darf man da mitmachen? Ich warte mal ab, bis sie sich abknallt haben. Und dann holen wir uns den Loot. Praktisch sowas.
Aber die knallen die Bullen ab, eins und beide. Ah, eine herrliche Night City. Ich finde es auch cool, wenn man Müller mal durchsuchen könnte. Das jetzt mal, kann ich mal schneller umbringen? Sehen wir noch, wie viel Leben der hat? Gesucht in Night City. Gauner. Mhm. Für mich ist er ein Einmischer. Wie soll mein Tod sein? Ich hab nichts gemacht. Ich stehe hier noch rum. Ich glaube, ich sterbe irgendwie nicht. Wir gehen gleich. Ich will mir den Einmisch, wenn ich hier jetzt abknall, dann rasch ich die Polizei wahrscheinlich aus. Wir speichern aber noch zwischenzeitlich. Ich weiß nicht, was jetzt ist. Wenn ich da jetzt eingreife, ob die Bulle uns hasse. Ich könnte es ja theoretisch mal ausprobieren. Genau, wir müssen noch was ausrüsten. Wartet mal. Inventar. Waffe. Wie? Hä? Haben wir eine Knarre nicht? Ich hab doch noch eine Knarre. Hä? Ich hab die Knarre. Nee, hä? War ich komplett los und hab die Knarre mitverkauft? Ist jetzt aber dumm. Das ist ein kleiner Waffekaufer. Ich speichere mal kurz. Bestimmte Handlungen bringen die Street Creed ein. Für die mehr Street Creed und nochmal den Namen der Unterwelt von Night City, so werden sie völlig neue Möglichkeiten öffnen. Ich helf mal. Sir, ich hab nur geholfen. Ma'am? Alles in Ordnung? Okay, das scheint in Ordnung zu sein. Powerwaffen erlauben die Schusslinie von Kugeln zu steuern. LOL! Die selber war ein ballistischer Korbprozessor und die Mod-Flugbahngenerator für deine Kiyoshi-Optik installiert hast. LOL! Das wird ein ganz schlechtes Ende nehmen. Ma'am? Darf ich mit Ihnen reden, Ma'am? Nächste Raum. Jawohl, Ma'am. Aber wir können Leute einfach umbringen. Geil. So, hier neue Bar eröffnet. Was geht, sehr geehrter Herr? Ich heiße dich herzlich willkommen zu neuen Bar. Oh, Alter, es wird aber die Haie und meine Rentner, der echt warm, du. Holy shit. Ich muss mir das Gabel bisschen lassen. Nee, warte, nee, nicht auf Hölle-Modus schalten, bitte. Das ist aber. Das ist aber. Ah, da kann man dann keine Waffe. Okay. Warte mal.
Auf der 1 hätte ich gern die. Auf der 2 hätte ich gern. Kugeln keine Oberfläche abprallen, 6 bis 7 Schaden, dann kommst du. Auf der 3 nehmen wir dann das Katana. Hab keine Mats dafür. Bleib für die Mats. Alter, ist das krasser Shit, Mann! Steck die Knarre weg. Holy fuck! Wisst ihr, das heißt, wenn eine Balleraktion stattfindet, können wir einfach, wir können ja jeden Scanner jetzt, ne? Ja, komm. Ja, Kind. Hallo? Ja, was geht, Bruder? Was soll ich schon sagen? Weiß ich nicht, Dude. Kommt na, oder? Alter, ich bin voll geflasht von dem Spiel. Jetzt wird er pervers. Brudi, was los? Also, Dünnschiss. Sekunde. Komm gleich. Ja, ich muss mit ihm hier reden. Ja, also ich bin. Also, ich kann dir helfen. Gerade Bonaparte. Ich würde hier am liebsten alles durchlaufen. Wenn wir so gucken, das sind mal eigentlich Items, die wir aufkrabbeln können, glaube ich. Ja, dann ist zum Beispiel eine Kiste. Das ist am Arsch. Nein, schick die Knarre weg. Ist alles scheiße. Ja. Soll da rein? Wer bist du? Keine Zugehörigkeit. Oleg Dagewitsch. Warum ist ja alles russisch? Hey, Tony, was geht? Jo, Mr. V. Ein jo. Vergnügen. Servus. Dexter DeShawn leibhaftig. Echt schweres Tier. Na, Dexter T-Rex? Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Ist das eine Art Prüfung? Nur ein Lieblingsthema von mir. Du meinst Rätsel? Nein, Mr. V. Ontologie. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Warte mal. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex? Warum ich? Jackie oder Tiba könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch. Aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jackstar hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße Tiba hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Schätze, der gehört einem Konzern. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Kein Problem. Dafür ein Todesurteil. NC gehört Arasaka. Keiner legt sich hier mit denen an. Mr. V, hoher Einsatz, hohe Belohnung. Regel Nummer 1 im Afterlife. Außerdem bin ich nicht dumm. Wir hinterlassen keine Spuren, weil wir das sauber und leise über die Bühne bringen. Wir verstehen uns. Schieß los. Wie ist der Plan? 2 Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss.
Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig. Will mit einem vom Team plaudern. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Hab einen echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor 2 Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen. Und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Dieser Royce, wie ist der so? Totaler Psycho, von der chromverrückten Sorte. Davon gibt's hier viele. Da hast du recht. Nur gibt's noch ein paar Schlimmere, die ihre eigenen Freunde durch einen Mikrowellentrockner jagen würden, wenn sich's lohnt. Oha. Angeblich zerplatzen zuerst die Augäpfel. Gibt ein hübsches Plopp, dann wird der Rest zu Gulasch. Die Konzernagentin, wie ist die drauf? Weiß ich selbst nicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hänge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Das sieht geil aus. Klingt, als wurde sie bei der Übergabe versetzt. Der Monochroma im Kofferraum ist bestimmt ihr Hauptverdächtiger. Hat nichts gegen ihn in der Hand, also behält sie ihn bei sich. Entweder sie findet die Ware oder ihre Bosse finden heraus, dass sie es vermasselt hat. Nicht schlecht, Mr. V. Beeindruckende Schlussfolgerung. Nutzt die Infos, wie du willst. Am besten zu deinem Vorteil. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Mr. V. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen. Hm? Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Oh, jetzt ruft sie ja noch ein. Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Ja. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er meinte, er will sehen, was wir drauf haben. Aber ich habe das Gefühl, er schmeißt uns mit Maelstrom und Militech in den Ring. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber... kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingon. Du klingst nicht begeistert. Was weißt du über Royce? Und der
Typ ist besonders durchgeknallt. Royce schnüffelt Chrom wie Junkies Drogen. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tussen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Ich werde erst mit Parker sprechen. Rausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Ups. Okay. Spritzturm, Mission abgeschlossen. Dankeschön. Beginne ich zwischen 18 und 6 Uhr zu Lissys Bar. Gut, sie werden dann. Danke, dass du schon mit dabei sein. Pack die Schwert ein! Und die Waffe auch, bitte. Vielen Dank, danke, um die aber nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal beim Black Friday. Cyberpunk 2077. Auf Wiedersehen. Tschüss.